Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout. The Escapist. Au, au, was? Au, was? Ich hasse euch alle. Ja. Ich glaube, wir müssen Ärger machen. Nee, haben wir schon Ärger gemacht. Wir haben am Morgenappell schon Ärger gemacht, cool. Wir müssen Officer Gronk noch verprügeln. Das wird leider nicht so einfach sein. Und wir müssen noch Yannick NN beklauen. Die Sachen wird er wahrscheinlich zu Hause haben. So, wer wird durchsucht? Zum Glück sind wir noch rechtzeitig da, um das zu erlernen oder zu wissen. Erstmal kurz bei jedem einen kleinen Haken machen. So, wer wird untersucht? Kumpel Blase und Kevin, das ist in Ordnung. Besser ich nicht. Officer GLP, ne? Ich kann die Officer noch gar nicht zusammenschlagen, es geht noch gar nicht. Ich bin auf der Suche nach folgendem Poster. Ach, Poster kann ich dir besorgen. Ja, ist gar kein Problem. So, hier können mich die Kameras nicht sehen. Aber die Wärter können mich sehen. Das Draht brauchen wir. Damit gehen wir jetzt mal weiter, ziehen uns mal den Mob an. Falls uns jemand zusammenschlagen will, von denen gibt's genug. Ja, nein, Sprite. Selber schuld. Was, Larissa? Alle wollen mich tot sehen. Von euch hat keiner ein Poster, oder? Na gut. Setzen wir uns erstmal hin, wobei wir haben noch wir können noch eine Quest annehmen. Lenkt die Werte ab, wenn Abendessen ist. Okay, das kann ich machen. Wir haben jetzt keine Gefallen mehr übrig, ne? Gut. Das heißt, wir können eventuell später nochmal ganz kurz zum Telefon gehen, da dürften wir wieder genug Geld haben, wenn wir das alles schaffen. Wir haben jetzt Draht, damit können wir unser komisches Seilding ins Kriechens machen. Das freut mich. Wir nehmen als allererstes den hier ab. Wir sollten uns nochmal Kissen besorgen als Waffe. Ich glaube, das ist ganz cool. Wobei ein Kissen dämpft doch eigentlich eher Schläge. Ich meine, ich könnte jemanden mit dem Kissen bestimmt so ein bisschen die Luft abschneiden. Aber so als Waffe eignet sich doch eigentlich ein Kissen gar nicht, oder? Lieber doch ein Besen. Dann doch lieber ein Besen. So. Da haben wir noch ein bisschen Müll. Ach, Larissa. Du hast mich wieder bei der Arbeit, ne? Ach ja, du hattest ja nichts. Obwohl, Klebstoff kann ich gut gerochen. Jetzt hat sie mich bei der Arbeit gestört, ne? Wir haben genug Leben, wir haben genug Kraft, um alles zu überstehen. Ach, da kommt Kevin. Ach du Scheiße, Kevin ist stark. Da hat mich der Wärter zusammengeschlagen. Ich glaube, das liegt daran, dass die Wärter mich nicht mögen. Scheiße, meine Arbeit, ne? Fuck. Okay, wir haben noch knapp 1,5 Stunden haben wir noch Zeit für meine Arbeit. Ganz ehrlich, das kriegen wir hin. Wenn mich nicht immer wieder Leute zusammenschlagen wollen. Wir müssen uns mit denen mal wieder gut stellen, aber das geht derzeit schlecht, weil wir kaum Geld haben und nichts, was wir denen geben könnten. Nichts, was sie brauchen könnten, es sei denn, wir stellen Waffen her und schenken denen die Waffen. Das geht natürlich auch. Ich glaube, das werden wir versuchen, denen irgendwelche Waffen zu schenken, dass sie mich wieder mögen. Ne, Kevin? Aber als allererstes gehen wir kurz nach Hause. Wir haben verdammt viel Klebstoff. Ich weiß nicht mehr, was wir damit machen konnten, aber irgendwas konnten wir damit machen. Wir stellen uns erstmal was Schickes her. Nur das, ne? Ja. Du brauchst 50 Intellekt. Super bestens, ja. Gut, dann gehen wir in die Bücherei. Müssen wir noch Intellekt lernen, ey. 50. Ach du, 50 brauchen wir? Aber wir haben 30. Oh, das kann ewig dauern. Aber es ist wenigstens nicht so anstrengend wie trainieren. Wobei, ich glaube, langsam habe ich es raus mit dem Trainieren. Ja, lesen lässt sich einfach. Wollen wir die 10 Gold her? Durchs Arbeiten? Gold, die 10 Münzen meine ich. Kriegen wir nur 10 Münzen für unseren Job? Das werden wir gleich sehen. Wir kriegen nur 10 Münzen für unseren Job. Wie arm ist denn das? Das ist ja nix. Ja gut, bei meinem billigen Job kann ich verstehen, dass das nichts ist. Vielleicht sollten wir uns einen anderen Job suchen. Mal gucken. Kevin ist zu stark! Kevin, warum bist du so stark? Und warum wollen mich die Wärter jetzt echt zusammenschlagen? Fuck, Kevin hat sich mit den Wärtern verbündet. Das ist nicht gut.
Ah, ich hab kein Leben mehr. Fuck. Ja, 98%. Ist klar. Nachmittag. Ja, das ist meine Nachmittagsfreizeit, Freunde. Ein bisschen Sport um die Baracken, das tut gut. Fuck. Wir bräuchten ein bisschen Tempo. Ah, komm, schlag dich zusammen. Kevin, du Arschloch. Gott. Okay, ich muss mich mit Kevin verbinden. Aber erstmal trainieren wir ein bisschen Intellekt. Der dämliche Kevin, ne? Hat sich Freunde geschaffen. Und ich nur Feinde. Jedes Mal, wenn ich von den Wärtern gefasst werde, wenn ich irgendwas mache, hassen sie mich. Nur mal so zur Info. Da ist der Chef des Ganzen. So, wie viel haben wir? 38 erst. Ach du Scheiße. Ah, brauchen wir noch ein bisschen, bis wir das haben. Aber dann könnten wir schon mal versuchen. Obwohl, wir brauchen eine Waffe. Wir brauchen eine starke Waffe, um später die Wärter zu holen, ne? Vielleicht sollten wir in Erwägung ziehen, unsere Box ein bisschen aufzuräumen mit Dingen, die wir nicht brauchen. Weil davon haben wir echt bestimmt eine Menge. Gerade vom Klebstoff haben wir eine Menge geholt. Oh, ich bin zu müde. 44 haben wir bekommen. Okay, Klebstoff. Wofür haben wir Klebstoff gebraucht? Maschee, Tinte, Papier, Insassenkleidung, Klebeband, Zahnpasta. Klebstoff haben wir überhaupt gar nicht gebraucht. Was sammle ich Klebstoff ein? Haben wir nicht damit Pappmaché gemacht, sag mal? Rolle Klopapier. So ging die ganze Geschichte. Mit Pappmaché können wir eine Mauer bauen, glaube ich, war das, ne? Wo haben wir die denn? Mauer, Pappmaché, Pappmaché, Tinte, okay. Dann bereiten wir uns da ein bisschen vor und dann ist gut. Aber erstmal essen, das ist wichtig, damit wir ein bisschen Stärkung kriegen fürs Training gleich. Wir bereiten uns jetzt schon vor. Die Vorbereitungen haben begonnen, Freunde. Wir haben eine Taktik. Wir wollen uns erstmal auf dem Dach umsehen. Gucken, was es so auf dem Dach gibt. Vielleicht können wir da irgendwas verwenden oder vielleicht gibt es da einen Weg, über die Dächer rauszukommen. Das ist der Grundgedanke. Wir gehen hier jetzt mal raus. Wir brauchen das nicht mehr. Wir trainieren ein bisschen Intellekt. Ich bewege mich doch, siehst du doch. So, Hofgang am Start. Wir werden ein bisschen lesen während des Hofgangs und versuchen auf jeden Fall, das Intellekt hochzubekommen. Denn ich möchte gerne ein paar Pappbauern herstellen, nur für den Fall der Fälle, dass wir mehrere brauchen. Zäune müssen wir, glaube ich, keine herstellen. Derzeit brauchen wir eine Pappmauer. Und wir brauchen einen blauen Schlüssel. Das heißt, wir müssen Wärter verprügeln, um herauszufinden, wer von den Wärtern das richtige Zeug hat. Und dafür müssen wir ein bisschen auf Stärke basteln. Auf Stärke bauen. Gut, wir trainieren noch ein bisschen weiter. Unser Intellekt. Denn es geht gleich sowieso in die Dusche und dann verbessern wir uns wieder ein bisschen. Hallo. Dann mach ich doch. Siehst du nicht, wie schnell ich lese? So, duschen. Gut, das nehmen wir mal wieder mit. Das habe ich mir aus Versehen weggeworfen. Und dann gehen wir Richtung Dusche. Dieser Sarazar, wie sie mich alle hassen. Können wir Kevin oder so nicht einfach ein bisschen... Weiß nicht. Kevin, du. Kann ich dir nicht einfach ein bisschen Klebstoff geben und dann... Freust du dich? Nö. Okay. Er mag keinen Klebstoff. Aber guck mich schon wieder so böse an. Geh mal hier in Duschen. Wir müssen den Leuten Waffen schenken. Mit Waffen sind sie zufrieden. Dafür müssen wir Waffen herstellen. Wir haben eine Socke, glaube ich, und wir haben eine Seife. Damit können wir schon mal eine Waffe herstellen und jemanden glücklich machen. So, Abendfreizeit. So, wir gehen einmal kurz nach Hause. Wir haben das und das. Oh, oh, Kevin. Scheiße, Kevin ist verdammt stark, ne? Hier, Kevin, ich geb dir eine Socke. Okay, es hat schon mal besser gemacht.
Oh, scheiße, jetzt Larissa und Kevin her. Du bist doch Larissa, ja? Jetzt hat sie beide hinter mir her. Okay, Kevin, bei Kevin bin ich schon ein bisschen besser dran, aber er ist verflucht stark. Fuck. Okay, Larissa hat schon keinen Bock mehr, aber Kevin ist verdammt schnell. Der will mich unbedingt haben. Wir müssen noch irgendwas für ihn herstellen. Können wir ihm nicht einfach den Besen geben? Ist auch irgendwo eine Waffe. Inventar ist voll. Scheiße. Kevins Inventar ist voll. Toll. Lass mich in Ruhe, Kevin. Mann. Ich hab dir nie etwas getan. Kann ich mich nicht verstecken irgendwo? Okay, er ist weg. Er ist weg. Okay, Zeit, ein bisschen Stärke zu trainieren. Wir müssen sie alle umhauen. Anstrengend. Ich hoffe, mein Controller hört man nicht mehr. Ich habe das jetzt alles so umgebaut hier zu Hause. Und hoffe, dass mein Controller jetzt weit genug weg ist vom Mikro. Dass ihr das nicht hört, wie ich gerade leide. Wie sieht's aus? 50 Stärke, okay. Wir müssen auf jeden Fall noch stärker werden. Wie sieht unsere derzeitigen Aufträge aus? Abendessen Krawall. Was habe ich verpennt? Poster an Yannick. Poster müssen wir noch finden. Das kriegen wir auch noch hin. So, aber erstmal verbessern wir unsere Stärke nachgehend. So, dass wir jeden verprügeln können. Mit dem Besen. Selbst wenn Yannick kommt. Yannick sage ich schon. Kevin. Aber mit Kevin will ich mich ja sowieso gut stellen. Wir müssen ihm nur noch eine Waffe herstellen, dass er gut drauf ist. Aber das können wir ihm erst morgen geben, weil morgen sein Inventar wieder geleert wird. Oder wir geben ihm ein bisschen Geld, aber mit meinen 20 Geld komme ich da halt nicht weit. Das ist das Problem. Ah, oh, das wird immer anstrengender. Nein, komm, ich will noch ein... Oh. So, 55 Stärke. Kevin, willst du wieder Schläge oder was? Ja, Kevin will Schläge, aber ich habe mich gerade erst mit ihm gut gestellt. Komm. Ja, hör auf, Kevin. Gib mir die volle Socke. Gebe ich ihm die gleich wieder. Hast du noch andere Waffen, die ich dir wiedergeben kann? Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. 61%. Alles cool. Wieso labert er hier oben eigentlich? Egal. Bertha und Tevin Tyrone werden untersucht, das ist gut. Kevin liegt noch irgendwo tot auf dem Boden. Okay, blauer Schlüssel. Wir müssen also ein paar Wärter zusammenschlagen für den Zweck. Naja. Haben wir noch irgendwas, wo wir eine Waffe herstellen können? Wir haben noch einen Mob, den können wir verschenken. Und wir haben eine... Oh, eine Kelle will bestimmt Kevin haben, ne? Die können wir gerne abgeben. Wobei ich gerne wissen würde, was passiert, wenn wir hier graben. Allerdings bräuchten wir theoretisch etwas... Womit wir das verdecken? Weil gegraben haben wir noch gar nicht in diesem Let's Play, ne? Ups. Ach, leck mich doch. Ja, bleib doch mal da. So, was haben wir denn hier so Schönes? Holztreppe? Ah, die Holztreppe können wir bauen. Um in die Schächte zurückzuklettern. Verstehe. Weißt du was, solange wir noch so, ja, so niedrig sind und nichts haben, können wir tatsächlich mal die Schaufel benutzen. Einfach nur um zu gucken, was sich da befindet, aber ich glaube, die Schaufel wird nicht reichen. Die Wärter haben Beweise für deine Grabung gefunden. In diesem Gefängnis wird so etwas nicht toleriert. Das sind 3 Tage Einzelhaft. Fülle ein Loch mit Erde, um es zu verbergen. Okay, Erde. Wir haben gerade erst das Loch gemacht. Es ist gerade erst fertig geworden und da kam der Pisser um die Ecke. Naja, egal. Morgenappel. Wir haben jetzt zwar alles verloren, aber ganz ehrlich. Egal. Wir basteln uns gleich mal eine Schaufel. Ich möchte unbedingt herausfinden, was wir mit einer Schaufel machen können. Leichte Schaufel, brüchige Schaufel, da.
Improvisierter Griff, Klebeband und Blechmetall. Blechmetall, ja, klar, logisch. Das können wir gerne machen. Ist ja gar kein Problem. Ich möchte unbedingt mal graben und gucken, was da unten so ist. Nur wie stellt man Erde her? Kann man das überhaupt herstellen? Weil theoretisch müssten wir Erde bekommen, nachdem wir gegraben haben. Egal, wir probieren das nochmal mit der improvisierten Schaufel. Einfach nur, um zu gucken, was sich da unten befindet, weil ich bin jetzt neugierig geworden. Wir waren zwar am Anfang des Let's Plays, ganz am Anfang im Tutorial waren wir unter der Erde, aber das kann man ja nicht so wirklich sagen, ne? So, Tobias Wagner und Lions Pride. Sehr schön. Ach verdammt, ich kann jetzt Kevin jetzt aber nicht zum Schenken, ne? Wir nehmen mal den Mob mit. Naja, was soll's. So, dann nehmen wir hier nochmal das mit. Ich glaube, ich werde den Job wechseln. War ja klar, dass ich zusammengeschlagen werde von Unge. Gut. Oder auch nicht gut. Und scheiß. Ich würde aber gerne noch so 2-3 Sekunden frühstücken, damit wir 100% haben. Das wäre schon ganz cool. Alter Kevin, das ist nicht dein fucking Ernst, oder was? Ich will nichts. Oh, Larissa ist jetzt auch hinter mir her, das fasse ich doch nicht. Kann ich dir nicht irgendwas schenken, Larissa? Willst du vielleicht einen Besen haben? Vielleicht einen Mob? Ich glaube, das ist zu sexistisch. Ich glaube, das fasst sie als Beleidigung auf. Ich muss arbeiten. Leck mich! Warum? Oder ist das, was hier auf dem Boden liegt, Erde? Können wir das vielleicht mit einer Schaufel aufsammeln oder so? Ist möglich? Könnte sein. Könnte aber auch Kotze sein, man weiß es nicht. Und Kotze kann ich schlecht über ein Loch tun. Aber ich möchte unbedingt herausfinden, wie was da abgeht. Das heißt, wir brauchen Holz. Wir brauchen... Was brauchen wir für einen improvisierten Griff? Wo ist der? Pfeile plus Holz, okay. Das heißt, wir brauchen eine Menge Holz. Aber als allererstes würde ich sehr gerne, sehr, sehr gerne mit den anderen, ja, quasi Ruhe haben. Will mich wieder mit denen anfreunden. Ich meine, ich habe es ein bisschen verkackt, ich gebe es zu am Anfang. Ich habe wohl vergessen, wie nervig es ist, wenn man Feinde hat. Deswegen werde ich das jetzt wieder gut machen. Aber erstmal sammeln wir ein bisschen Dreck auf. Vielleicht können wir mit einer Schaufel oder so diesen Dreck aufsammeln, weißt du? Wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn ich plötzlich mittendrin so ein Loch grabe. Wäre bestimmt ein bisschen auffällig. Ein bisschen Geld müssen wir auch sammeln. Wir haben noch so viel zu tun, bis es irgendwie Richtung Ausbruch geht. So, wir haben 10 Münzen wieder bekommen. Wir gucken einmal. Ich möchte gerne... Ach, Kevin. Das ist doch ernst, Kevin. Was haben wir denn hier? Lion Sprite macht die Metallwerkstatt. Wäscherei ist Yannick. Holzwerkstatt, Celine. Celine, es tut mir leid, aber ich muss dir deinen Job wegnehmen. Was soll ich sagen? Morgen bist du deinen Job los. Ja, Kevin, ich weiß, du hast mich lieb. Die scheiß Kameras haben das aufgezeichnet. So, dann gehen wir mal hier rein. Dass die Kamera das nicht gefilmt hat, dass ich hier reingegangen bin. Komisch. Wir haben hier ein Seil und eine Socke. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ja, ist gut. So. Herstellung. Socke plus das gleich Bam. So. Liegt hier immer noch. 89% Scheiße. Und dann noch ein Mittagsappell. Oh, warum? Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn Böses gemacht? Oh, Sniper. Da war ja was. Leck mich doch.
alles verloren wieder mal. Ich will doch nur Frieden schließen. Scheiß Mittagsappell, aber egal. So, gib mir mal die Pfeile, gib mir das, Metallblech, das brauchen wir auch. Und das brauchen wir auch. Bin schon hier. Was ist mit Delay los? Er sieht so verzögert aus. Delay? Was ist mit dir los? Naja, okay. Wir müssen auf die Kameras aufpassen, ey. Oh nein, Kevin! Warum? Willst du eine Pfeile kaufen? Guck mal, ich habe eine Pfeile für dich. Ja. War schon mal Teil 1. Wir dürfen ihn aber jetzt nicht zusammenschlagen. Sonst wird er noch pissiger. Guckt euch Delay an! Okay, wir haben Delay kaputt gemacht. Oh mein Gott! Wir müssen also erstmal Kevin loswerden, ey. Der Drecksbolzen, ne? Pass auf. Komm her, Zero! Am Arsch, du. Oh Gott, der ist immer noch da. Am Arsch komme ich zu dir. Okay, lass uns irgendwas finden, wo wir Waffen bauen können und wir Kevin zufriedenstellen können, weil er ist momentan das größte Problem. Wenn wir jetzt noch Socken finden, wäre das perfekt. Ich stehe hier nur rum. Keine Socke, aber ein Radio. Können wir bestimmt auch an ihn verschenken, ne? Ein Stück Holz. Sehr gut. So. Müssen wir nur mal kurz Kevin suchen. Weil wir müssen ihn gar nicht suchen. Wir werden ihn schon von alleine finden. Wir gucken noch mal weiter. Wir brauchen jetzt noch eine Pfeile. Ach doch, da ist eine Pfeile. Cool. Das legen wir mal weg. Das nehmen wir mal hin. Das heißt, wir erstellen uns jetzt mal einen improvisierten Griff. So, sehr schön. Was brauchen wir als nächstes? Ich glaube, Klebeband war das, ne? Klebeband, okay. Wir brauchen nur noch Klebeband. Oh, die... Was zum? Ach, Larissa. Der Delay tut mir irgendwie leid. Ich weiß nicht wieso, aber... Der Arme. Nein! Ich habe das Radio und den improvisierten Drift dabei gehabt. Fuck. Nein. Oh, wieso bin ich so unfähig, Freunde? Oh. Oh. Oh, und das Metallblech ist alles weg. Oh, ich hab's vergessen. Ich hab's einfach vergessen. Es wird der Tag kommen, Freunde, an den werde ich mich daran gewöhnen, dass ich da nicht rein darf. Nehmen wir wieder ein Stück Holz mit, das passt schon. Ah. Er ist so widerlich. Scheiße, er sieht mich gleich. Oh, oh, er steht da. Okay. Hofgang werden wir gleich gehen. Ach du Scheiße, jetzt kommen die ganzen Wärter, ne? Und die haben mich nicht gesehen, gut. Wir nehmen das Stück Seife mit und das Klebeband brauchen wir auch noch. Ja, ich komme gleich. Ich darf nur nicht mit dem... ich darf nur nicht mit dem Zeug hier rumlaufen. So. Dann wollen wir mal zum Hofgang gehen. Ja, ich beeile mich hier schon. Mann, der Delay da in der Mitte... Oh Gott, 71%. Der Delay in der Mitte ist ein bisschen nervig. 80%, ich glaube, sagt ey. Weil er quasi zentral steht und alles sieht, was ich tue. Oh, naja. Gibt Schlimmeres. Hauptsache, wir kriegen erstmal die Prozente wieder weg. So, Stärke sieht ganz gut aus, ne? Mit 51, aber wir verlieren natürlich viel Intelligenz und viel Stärke, wenn wir sterben. Nein, Lion's Pride, bitte. Bitte tu das nicht. Oh, jetzt kommt Kevin noch dazu, ne? Ich drehe am Rad. Wie sieht's bei Kevin aus? Larissa. Ach. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Gottes Willen. Ah. Immer diese Fans, ne? Oh, okay, was ist noch? Was hast du? Bert und seine Kumpels haben mir etwas weggenommen.
Okay, Betttücherseil. Was haben wir denn? Wir legen jetzt mal ein paar Quests ab, die wir nicht erfüllen können, wie zum Beispiel Officer Gong verprügeln, entferne Kissen von Yannick. Ja, deswegen mögen mich jetzt einige nicht, aber gut. Was soll's, ne? Da liegen die ganzen Schweine. Kevin, gib mir mal die Pfeile, gib mir mal den Besen, gib mir mal die Socke. Lina mag essen. Gut. So haben wir schon mal festgestellt. Gib mir mal die Schlaftabletten und du gibst mir mal... Haben wir Larissa versucht zu bestechen oder was hat sie so viel Zeug mit? Oder haben wir unseren Job verloren? Kann natürlich auch sein. Haben wir heute schon gearbeitet? Nee, ne? Kevin, warte! So, du kriegst nämlich von mir, die Pfeile möchte ich gerne behalten, den Besen. Okay, hat nichts gebracht. Du kriegst die Schlaftabletten. Du kriegst was zu essen. Okay, dann nimm noch die Pfeile. Ach fuck, das hat er nicht gemocht. Nein, 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 nein. Fuck. Die ganzen Wärter sind überall, ey. Das haben wir vergessen. So, hier können wir nichts gebrauchen. Schade eigentlich. Guckt euch den Delay an. So, gib mir mal die Socke, gib mir das, gib mir das und gib mir das. Müssen wir nur jemanden finden, der mich nicht mag. Dann packen wir mal das Holz weg und so weiter und so fort. Wobei, wir können den improvisierten Griff schon machen. Metallblech fehlt uns noch, ne? Gut. Ich würde doch tatsächlich gerne entweder Metallblech oder Holzwerkstatt arbeiten. Ich glaube aber, ich habe meinen Job verloren. Ich gucke kurz mal nach. Wir waren, glaube ich, in Einzelhaft. Kann sein, dass wir währenddessen den Job verloren haben. Nee, wir sind immer noch Hausmeisterstelle. Okay. Alles gut, Freunde. Alles gut. Aber Celine ist immer noch in der Holzwerkstatt. Oder wir gehen wirklich in die Metallwerkstatt. Wobei Lion Sprite ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Weil ganz ehrlich, eigentlich müssen wir nur Lion Sprite verprügeln und dann kriegen wir auch unser Metallblech. Hallo Snox. Irgendwer hier, der hier rumläuft, der lenkt die Wärter ab, wenn Frühstück ist. Kann ich machen. Der mich nicht mag. Der arme Delay. Lion Sprite will ich noch nicht als Freund haben. Der kommt auch nicht so oft auf mich zu. Der Einzige, der wirklich oft auf mich zukommt, ist Kevin. Kevin mag mich anscheinend nicht. Nuke. Wo ist denn unser braun gebrannter? Oh, Kevin mag mich. Kevin mag mich ein bisschen mehr. Cool. Kriegst du mal die volle Socke hier? Inventar voll. Egal, er erstickt mich wenigstens nicht mehr zusammen. Larissa. Hier, nimm die volle Socke. Ja, Larissa mag mich auch jetzt ein bisschen mehr. Okay. Wir haben es einfach geschafft. Wir haben es einfach geschafft, Freunde. Auch der arme Delay. Kann ich dich irgendwie helfen und dich verprügeln? Mann. Was ist denn da so Schönes? Göki! Kevin! Wir sind doch Freunde! Guck mal, er schlägt mich! Kamera! Kamera, er schlägt mich! Wir waren doch so gute Freunde, Kevin. Na gut. Dann kriegt er gleich die Pfeile. Nein! Oh Gott, Larissa, wir sind doch auch wieder Freunde! Ach, fuck. Das läuft nicht mit denen. Das läuft einfach nicht mit denen. Jetzt haben wir Kevin verprügelt, jetzt mag er uns wieder nicht. Jetzt haben wir Larissa verprügelt, jetzt mag uns Larissa auch wieder nicht. Hat sich seine Meinung schnell wieder gesenkt. Ja, toll, er mag die Sache nicht zweimal zu nehmen. Ah, okay, Kevin hat einen Auftrag für uns. Nuke und seine Kumpels haben wir weggenommen. Okay, wenn wir den Auftrag für ihn machen, ist alles gut.
Ah, gehen wir erstmal schlafen, Freunde. Das ist ein Desaster, ein Desaster. Wir müssen das mit Kevin wieder richtig stellen. Und der einzige Weg, den ich kenne, ist, ihn zu bestechen. Beziehungsweise wir schicken ihm erstmal eine Waffe morgen. Und dann bestechen wir ihn mit ein paar Münzen, dass er mich wieder mag. Weil ich kann mir nicht vorstellen... Oder er mag mich gar nicht. Kann natürlich sein, dass er mich immer zusammenschlagen wird. Das hat er von Anfang an gemacht. Er hat von Anfang an ist er auf mich zugerannt gekommen und hat mich zusammengeschlagen. Na gut, Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder zu einem neuen Tag in The Escapists. Haut rein, euer Zero. Tschüss.